Servus Leute und willkommen zurück in Kyrat bei Far Cry 4. So, die wollen irgendwelche... Die Austern haben wir ja schon noch einmal gemacht. Da bin ich mir doch sicher. Oder nein, das stimmt. Wir haben da nachher die Mann zwei Missionen in dem Haus und wir haben nachher nur die eine gemacht. So irgendwie was. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich eine sinnvolle Begrüßung überhaupt gemacht? Ich habe gleich auf die Austern eingegangen. Ah, vollkommen wurscht. Wir sind auf jeden Fall dabei, jetzt die Jacks zu umbringen, die Austern irgendwie essen oder keine Ahnung was ganz genau. So wie ich das verstanden habe. Und da können wir nämlich unsere Harpune einsetzen. Weil wir sollen doch sicher wieder mit Pfeil und Bogen arbeiten. Und das, da die Harpune als Bogen zählt, was ich cool finde, muss ich ehrlich sagen. Mal eine gescheite, nicht immer so einen dummen Pfeil. Da steht sicher, ja, rüste dich aus, oder? Ja, Pfeil und Bogen. Hauen wir es kurz weg, aber nehmen wir die Harpune wieder. Weil die zählt auch als Bolzen. So, da hüpfen wir gleich mal rauf. Das passt ungefähr von der Richtung her. Dann werden wir die Jacks jagen. So, da haben wir sich, aber na, da will ich eigentlich eine Jagdspritze nur kurz aktivieren, dass wir die Jacks finden. Ist das einer? Nein! Hey, das war eine Lüge, liebe Leute! Das gibt's ja nicht! Ich habe extra nachgefragt, ob das ein... Boah, ich hab extra, halt, ich hab der eine, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Anton sogar hat mir gesagt, ja, du kannst auch besseren Pfeil und Bogen und so weiter nehmen. Und dann habe ich nachgefragt, kann man nicht die Harpune auch nehmen? Und sagte, ja, das ist auch ein Bolzenschussgerät. Super, jetzt müssen wir den mit dem depperten billigen Bogen, sonst hätte ich mal den anderen Bogen nämlich mitgenommen. Ja, da würde ich nicht wirklich Chancen haben mit dem jetzt. Oder ich weiß noch nicht, wo ich treffen muss, ganz genau. Ja, geh. Bleibst du stehen auch wieder mal? So, jetzt haben wir mal den ersten. Und ich glaube, ich muss vier Stück. Ein bisschen... Wow, mein Gott. Da wären wir ja nie fertig. Vier Stück Tierfleisch. Und ich bekomme, glaube ich, nur eines raus. So, wo sind die nächsten Jacks? Zeig es nicht da unten irgendwo. Na, boah, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Ich sehe da keine Jacks. Ich sehe keine Symbole nämlich auch. Es gibt ja nicht, dass da nur eines ist. Aber ich hätte... Na, das war jetzt nichts. Das war jetzt nix. Ah, ich bin gerade im Überlegen, ob ich mir den anderen Recurve-Bogen hole. Der einfach mehr Durchschlagskraft hat. Wie weit werden die nächste Stadt entfernt? Boah. Na, mach ich sicher nicht. Boah, so ein Dreck da. Ich glaube, die Harpune ist ein schönes Bolzenschussgerät, weil dann wäre das schön einfach gewesen. Zack, bam, Jagdtod, fertig. So, wir müssen wieder eine Spritze einsetzen, weil ich sehe es überhaupt nicht, wo die sind. So, da ist eins. Vielleicht kann ich es mit einem... Geh, bleib liegen, jetzt habe ich da eh in den Kopf geschossen. So, jetzt liegt es, jetzt liegt es. Bleib liegen, nicht runterfliegen. So, perfekt. Einmal häuten, erstes Tierfleisch. Boah, viermal Jagdfleisch. Das wird heftig noch werden. So, wir seilen uns einmal ab. Keine Ahnung, ob da unten irgendwo Jagd sind oder nicht. Ich sehe keine zumindest. Das ist natürlich ganz sehr, sehr klug. Dass man da das Gebiet anzeichnet, so riesig. Und dann sind keine Jacks da. Beziehungsweise ein einziger, den ich gesehen habe. Da hätte man drüber sich rüberschwingen können. So.
Ich hoffe, da ist jetzt gleich irgendwo noch ein Jagd. Da drüben ist einer. Und zwar finde ich meiner Meinung nach schon außerhalb vom Gebiet. So. Boah, drei Stück, ich weiß, drei Pfeile oder sowas habe ich gebraucht. Komm, lass dich häuten. Jagdfeld, Tierfleisch. Okay, das haben wir schon bekommen. Hat er die Animation gar nicht gemacht. So, dann würde ich sagen, eine weitere Spritze. Dort vorne ist einer. Ah, ich weiß nicht, wie weit weg der ist. Und da ist einer, okay. Das bedeutet, wir schießen mal den. So, einfach nachschießen. Was? Es gibt's nicht, dass die sterben, dass die da nicht krepieren. Die müssen ein bisschen. Ja, jetzt schieße ich gegen einen Baum. Hast du eh recht. So, der eine ist einmal da gestorben, aber der zweite fehlt mir halt, einen brauche ich noch. Und ich will jetzt nicht unbedingt da. So, wir tun zuerst den einen. Das hat wenig Sinn, wenn wir da jetzt weiter hinten herrennen und den einen liegen lassen. Nicht, dass er verschwindet auch noch. Die zwei laufen uns hoffentlich nicht davon. Beziehungsweise müsste ich sie sehen. Auf der. Auch durch die Karte. Ein Asservaten-Dingsbums. So. Perfekt, das haben wir zwar um zwei einen mehr, aber ist jetzt nicht so tragisch. So, aber wir gehen auch auf jeden Fall in das Asservaten-Ding, so, auch wenn da nur eine einzelne Kiste drin war. Will ich mir das kurz anschauen. Oh, endlich wieder gescheite Waffe benutzen dürfen. Aber es war eine wertvolle Kiste eigentlich, weil es war eine Kiste mit Schutzweste. Und da ein bisschen Munition und. Was gibt's da noch? Halten, eh lesen. Lesen wir da kurz. Keine Ahnung. Plünderungen. War uninteressant. Fertig. Raus mit uns. Aber gut, eigentlich ist die Jagd mal mit drei, vier schönen Treffern ist es doch halbwegs gegangen. Man muss nur. Ich hätte gleich immer draufschießen sollen und gleich hinterherlaufen. Der eine Jagd, was da oben war, war ein bisschen anstrengender. Von oben runterschießen. Habe ich zumindest gefunden. Und ich hätte nicht runtergehen müssen in dieses. Das Ding. So, passt. Jagdvorräte abgeschlossen. Und ich glaube, komplett alle Jagdvorräte abgeschlossen. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir haben jetzt noch Jagdvorräte 4 von 4. Auge um Auge, alles. Kyrat Fashion Week. Goldenen Pfad, Nachschub haben wir noch 2 Stück. Und Propagandazentren haben wir noch 2 Stück. Das ist eine bewaffnete Eskorte. Die werden wir aber gleich machen. Weil die ist, sagen wir so, halbwegs in der Nähe. Da fahren wir ein Stück da drüber. Was Rupien im Bonus bekommen? Okay. Da muss ich auf die andere Seite. So, wie fahrt denn der? Ist der Weg halbwegs okay oder ist der Weg ewig weit entfernt? Na, das passt schon ungefähr so. Da fahren wir jetzt gleich mal rüber, machen die bewaffnete Escort in diesem Bad hier noch. Das ist ja mit hinten auf dem Trucks, glaube ich, aufsteigen, wenn ich nicht täusche. Scheiße! Ja, ist jetzt richtig davor gehabt. Na, komm, geh so, funktioniert es bitte noch. Ah, das Auto ist hin. So, was tust denn du mit der ganzen Zeit mit der komischen Waffe? Wir wollen doch eine ordentliche Waffe ausgerüstet haben und nicht irgend so einen billigen Scheiß. So, und dann würde ich sagen, bewaffnete Eskorte. Ab geht's! Ich kann helfen. Super! Wir schicken Nahrung in ein hungerndes Dorf. Ja, ja, ist in Ordnung. Aber es muss schnell gehen, sonst könnte das alles verderben. Ja, ich bin hier schon dabei. Ich schicke dir die Koordinaten. Und sei vorsichtig, die Straßen hier sind gefährlich. Ja, geh wirklich? Ein Wahnsinn. Erreiche den Konvoi. Da wollten wir ja letztens drauf landen gleich, aber das geht ja leider nicht. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Kletter einfach oben drauf und schon kann es losgehen. Wieso rüstet man der immer den aus?
So, geht schon los mit uns. Ich hoffe, ich habe noch genug Schuss mit 114. Das ist nämlich nicht der Feld. Ah, auf das habe ich nicht aufpasst. Ja, kann ich auch. Aber mit Pfeil und Bogen, dass das Jack nicht stirbt. So, ich muss ein bisschen aufpassen, wo wir hinschießen, dass wir nicht zu viel Munition jetzt verbrauchen. Achso, wir haben 140 Schuss plus die ganzen, ich weiß nicht, was das sind, 400, 500 Schuss noch. Jetzt sollte das eigentlich hinter uns. Ja, aber da schlafe ich dabei ein, bis die bei uns sind. Die kommen ja gar nicht. Ich glaube, wir sind einfach viel zu schnell schon unterwegs wieder. Scheiße, da haben wir schon viel verloren. Da ist schon viel verloren gegangen. Munition voraus, spring ab, wenn du was brauchst. Ja, auf jeden Fall, weil ich will die gratis Munition kriegen. Okay, aber beeil dich. Ja, ich bin ja schon wieder da. Da vorne sind aber Gegner, liebe Leute. Die haben mich schon gesehen. Zumindest irgendwo. Boah, den einen habe ich nicht gesehen. Scheiße, ich brauche eine Spritze, ich brauche eine Spritze. Wo ist da einer noch? Beziehungsweise da oben irgendwo einer. Fahr doch weiter. Gib ein bisschen Gummi. Dann können wir die einfach hinter uns lassen. Wo ist da vorne ein Feindfahrzeug? Einfach den Piloten rausfetzen und es geht schon. Und der schmiert ab. Das ist so lustig mit der Waffe. Okay, für die habe ich aber keine Munition bekommen. So wie ich gerade sehe. Sondern nur für das andere Scheißklump und alles. Was ich eh nicht brauche. So, wo ist die nächste? Wo sind die nächsten? Oder sind wir schon am Ende? Haben wir schon geschafft schon wieder? Das stimmt auch. Du sollst auch nicht reden. Du sollst einfach nur fahren. Und steig einmal so richtig ins Gas rein. Ich glaube, da sind wir schon am Ende, oder? Ja, das sind unsere, gell? Das bedeutet... Ja, ist da was passiert? Los, 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 los. Befasst, bewaffnete Eskorte abgeschlossen. Da schauen wir dann auch gleich einmal nach in den Fortschritt hinein. Wir sind jetzt 772.000 haben wir. Wie geil, bewaffnete Eskorte haben wir alle. Eine Bombenentschärfung haben wir noch, dann haben wir noch zweimal den Aschub und zweimal Propagandazentrum. Wir schauen einmal, wo wir jetzt gerade sind in der Nähe. Das ist uninteressant. Da wäre ein Propaganda, ein nachschubholender Pfad, aber da hätte ich gerne ein, was ist, Propagandazentrum wäre gleich in der Nähe auch. So, wir werden das am sinnvollsten zu erreichen, von hier da durch die Berge durch und dann zu dem Propagandazentrum, danach die Beute gleich dort oben weitermachen. So, wir werden uns einmal dahin bewegen, den Bogen natürlich wieder austauschen und jetzt gegen einen sinnvollen Recurve-Bogen, obwohl wir glaube ich alle, na wir haben ja alle. So, wir haben 104.000 an Zeug auch noch. Das bedeutet, wir werden ein paar Waffen kaufen. So, das machen wir auch einmal. Einzigartiges. Wir werden einfach von oben beginnen und sagen, ja, einfach kaufen. Nein, wir wollen keine Schrotflinte ausgestattet haben. Wir wollen noch den Typer kaufen, würde ich sagen. Das klingt nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch 300.000 übrig. 317.000. Die ist noch gar nicht freigeschalten. Royale Fracht müssen wir da zwei noch übrig machen. Zwei Trucks. Den Predator kaufen sich ein Jagdgewehr. Aber in ein Geschlecht als unseres jetzt, halt werden wir nicht ausrüsten. Wir werden jetzt als Zusatzwaffe wieder einen Bogen, hätte ich vorgehabt, aber den Recurve-Bogen. Dass da mal was Sinnvolles ausgestattet ist und nicht was so lächerlich. Achso, Blödsinn, wir brauchen ja keinen. Dann werden wir was Einzigartiges ausstatten und wir werden nehmen den Ripper, nein, den Shredder könnte man sich nehmen, der war schallgedämpft. Ja, wir nehmen den Shredder damit, würde ich sagen. So, und dann schauen wir sich noch kurz an, wo, in welche Richtung wir hin müssen, nämlich in Richtung Propagandazentrum. Und ich würde sagen, ja, der hat es auch drauf, wenn der schallgedämpft wirklich ist. 370 Meter, wenn es halbwegs durchgeht.
beziehungsweise da hinten oben sind noch ein Karma-Event, das werden wir noch in diesem Part machen, würde ich sagen. Wo sind sie? Wo ist der eine? So, perfekt. Gag, kein Magazinwechsel. Ich habe das eh geklärt für euch. Bitte sehr, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Part von Far Cry 4. Bis dann. Tschüss. Danke.